Genau, genau, ja, gut. Dann hole ich mal den Falken. Da kann ich ja jetzt auch vollkommen ohne zu töten durch, oder? Beziehungsweise ich muss ja Athena Soldaten töten, deswegen töte ich mal da trotzdem alle. So. Ah, okay, okay, okay. Sarah oder irgendein anderer, das Feuer ist wieder so ein Hilferuf, oder? Also so typisch Ubisoft-mäßig. Also das ist so eine Alarmanlage. Okay, gut. Dann mache ich das mal weg zuerst. So. Du hättest nie Chance gegen einen echten Söldner wie mich. Was bist denn du für einer? Ich geb zu, gegen den hätte ich keine Chance. Thessalos aus den Tiefen begann seine Laufbahn, in dem er für das Geschäft seiner Familie arbeitete. Schon früh im Leben wurde er damit betraut, Schiffe entlang der lokalen Handelsroute von Melos zu verteidigen. Dafür wurde er gut bezahlt, doch er begriff, dass es lukrativer war, diese Schiffe selbst zu versenken. Raufer geringer Schaden durch Nahkampfangriffe. Verfällt bei drohendem Tod in einen Zustand der Raserei. Gut. Gut. Aber irgendwann werde ich dich töten. Ich muss erst aufleveln. Dann können wir es machen. Ja, genau. Halte lieber Abstand. Ja, genau. Freut sich keiner, mich zu sehen. Der Hafen Nisei. Tja, wo bin ich hin? Wo, wenn nicht hier, würden die Athener ihre Vorräte lagern. Aber der stirbt dann ja nicht. Gut, ich kletter mal weiter. Ciao. Ich weiß, was auf. War das gerade ein bisschen komisch? Das war auf jeden Fall nicht so, wie ich dachte. Okay, jetzt sind sie auf jeden Fall ein bisschen zerstreut. Ich hoffe, niemand geht zum Feuer. Okay, die von... Was ist das Feuer? Da drüben ist das Feuer. Das ist ganz praktisch, dass die gerade weg sind. So, das war Nummer 1. Okay, da muss ich rüber. Ich muss die blauen Vorratskisten mit der weißen Eule zerstören. Aha. Ein einzelner Brandpfeil sollte reichen. Falle legen. Kann ich den? Ja,
der liegt eigentlich schon im Gebüsch, aber noch nicht ganz. Okay, gut, gut, gut. Na komm! Ja, ich weiß nicht. Eine junge Maid ist hochgekraxelt aus dem Meer. Es ist eine Meerjungfrau. War wohl doch recht. Ja, schau trotzdem mal nach. Dich mal. Wieso suchen die jetzt da weiter? Haben die die Leiche gefunden? Oder sind... Ah, das sind die von draußen noch. Guten Techle. Oh, voll in den Steißbein. Au, 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 au. Kann ich die Leichen eigentlich auch werfen? Das ist ja unpraktisch, irgendwie die ganze Zeit so die einfach fallen zu lassen. Ich mach den so schnell platt, dass er in der Luft, also erst bevor er tot ist, nee, er ist tot, bevor er auf dem Boden aufkommt. Nee, das klingt nicht so krass, wie es gerade war. Nee, ja, egal. Wieso habe ich jetzt eine Fackel? Weh, du brennst jetzt. Okay, stimmt, es ist ja... Warte, man muss sie werfen. Ich glaube, es geht genau wie wenn man... Was? Ich kann mich nicht an alles erinnern, falls Tobi was wissen will in Zukunft. Nicht alle, aber schon. Warte. Rechtsklick? Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Also Rechtsklick und links. Linksklick. Also quasi Bogen, wie wenn man mit dem Bogen schießt. Ah, okay, alles klar. Gut. Gut, gut, gut. So. Hat irgendwie schwach angefangen, aber jetzt passt es schon. Okay, schwere spartanische Brustplatte. Wieso habt ihr eine spartanische Brustplatte? Nur aus Neugier. Okay. Sehe nichts. Tja, fällt dir nicht was auf? Du stehst auf drei Schilden. Boah, das tut weh. Das war jetzt nicht meine Absicht. Okay.
Stehst du mit dem Rücken zu mir? Sehr schön. Jetzt mal fett in den Popo gehauen. Und dann den Rest gemacht. So. Und da. Ach Gott. Ich habe mich gerade vor der Statue erschreckt. Ja. Guten Tag. Alter, tritt noch mal rein. Alter, was geht? Was geht? Da kommt jemand. Quatsch. Guten Abend. Ja. Aufheben bitte. Werfen bitte. Dankeschön. Ach, das. Ah! Ich dachte gerade, das wären irgendwie. Tiere oder so. Das ist auch ein fetter Boy. Uiuiui, das ist ein fetter Boy. Sorry, ich muss ja gehen, wann streamst du das nächste Mal wieder? Genau. Red Lion. Red King Lion. Ja. Mach's gut, schön, dass du da warst. Heute extra langer Stream oder was? Ja, heute ist so ein Special. Genau. Sonst immer. Ich muss das von Stream Elements von dem Bot noch ändern. Ich streame Montag und Freitag ab 17 Uhr jetzt. Nicht mehr ab, also Montag und Donnerstag. Das muss ich noch ändern. Nee, den schaffe ich nicht in einen Schlag. Ja, schön, dass ich den Chat lese, ne? Gerade ist es halt auch ein bisschen unpraktisch. Dankeschön für den Follow. Sehr schön. Hat niemand gemerkt? Athena Beinenschienen. Wenigstens hatte er Athena Sachen an. Gut. So. Voll praktisch. Also dieser Finisher-Move ist schon krass. Aber ich finde es auch heftig. Ich finde den Finisher-Move auch heftig, wo sie. Entschuldigung. Wo sie den von hinten ersticht und dann ihr Schwert einfach oder den Speer einfach vor sich hinhält und der sackt dann da rein. Das ist auch schon richtig heftig. So. Was machst du da? Ja, eine Armee für sich. Oh, der kommt jetzt her. Weil der geht, glaube ich, hoch. Wieso geht der so komisch? Yeah.
Oh, ist er runtergefallen? Der Arme. So. Schuppen-Dinger. Ja, ich rette euch auch gleich. Ich rette euch schon. Du spielst jetzt wie ich, Stealth pur, Best Play Style. Ja, aber ich spiele eigentlich immer Stealthy. Also, das probiere ich immer. Weil das einfach so krass ist. Also, so ist es, finde ich, realistischer als habe ich gerade gesagt, realistischer? Nee, als wenn irgendwie eine Person gegen die ganze Armee mit Leichtigkeit im offenen Kampf quasi. Ja, ihr wisst was. Ne? Biu, 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 biu. Entschuldigung. Hui. So, jetzt fange ich mal an, die zu. Ganz hart. Danke für den Follow. Ich sollte öfter so lange streamen, ne? Schön. Freut mich sehr. Okay. Aber das ist ja auch eine ziemlich easy Mechanik. Mit den Fackeln. Also. Einfach genau dasselbe machen wie mit den Leichen. Voll cool. Gut. Der ist da oben. Ich find's so lustig, dass die sich nicht wundern, wo ihre Kollegen sind. Ich meine. Schon wieder ein nettes Pferd. Ich meine, die patrouillieren die ganze Zeit hin und her. Und dann plötzlich ist halt niemand mehr da, ne? Das ist ein bisschen seltsam. Hyped auch Valhalla? Ja, jein. Also, wie Kay sagt, also, das ist halt, wenn es kein Assassin's Creed wäre, würde es, glaube ich, uns beiden, oder uns drei und uns allen echt leicht fallen. Oh, hast du eine Leiche gefunden? Oh, ich leg dich mal dazu. Da habe ich ja wohl die Leiche vergessen. Genau, aber es wird ein hammergeiles Spiel, aber mit Assassin's Creed hat es halt leider nicht mehr viel zu tun. Aber okay, was hat also Odyssee ist schon. Ja. Naja, aber die Diskussion hatten wir vor einer Stunde oder so auch. Von wegen so, ja, was sind die besten. Die besten Assassin's Creed Teile und so weiter, also ja. Genau, gut, wir haben das jetzt erfolgreich gesäubert. Das tut mir jetzt einfach. Alter, voll die. What? Krass. Weil die fette Vase? Nennt man das noch Vase? Eigentlich nicht, ne? Karaffe. Oder eigentlich nicht mehr Karaffe. Das ist einfach zu groß wie eine Karaffe. das tut mir gerade voll leid, weil wir machen gleich Pause. Weil ich muss mal was essen. Aber wir werden nicht lange Pause machen. Also keine Sorge.
Wahrscheinlich so eine Viertelstunde oder so. Mal schauen. So, genau, die Gefangenen befreien wir jetzt. Das sind... Was seid ihr für welche? Ah, das sind Spartiaten. Alter, wieso atmet ihr so heftig? Aha. Wieso wurden die Helme nicht abgenommen? Das ist eine relativ krasse Waffe. Also einen Helm kann man sehr gut als Waffe benutzen. Wahrscheinlich damit wir wissen, dass es Spartiaten sind. Gut, dann müssen wir noch genau das da oben zerstören. So. Ja, mir geht's ja genauso. Also so diese Wikinger-Style ist halt richtig, richtig geil. Also den mag ich auch voll. Ah, da oben ist er. Wahrscheinlich kaufe ich ihn mir auch. Aber höchstwahrscheinlich nicht am Anfang, weil das wäre einfach zu viel, weil ich bin sehr viel mehr auf Cyberpunk 2077 gehypt. Schon seitdem sie das in Witcher 3 angeteasert haben. Was läuft ihr hier so rum? Wisst ihr nicht, wo das Tor ist? Nee, genau, und wenn ich jetzt Odyssey spiele und dann noch Cyberpunk, da habe ich halt gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Vor allem Valhalla wird wahrscheinlich auch so ein ewig langes Spiel. So, wir haben das jetzt befreit, ne? Glaub schon. Gut, dann würde ich sagen, es ist jetzt 20 vor 7. Da machen wir doch einfach eine kurze Pause, also eine kurz lange Pause bis 7 Uhr und dann zocken wir durch bis wann haben wir angefangen? Wir haben um 11 angefangen, also zocken wir durch bis 11. Ihr könnt derweil bequatschen, auf Klo gehen, euch was zu essen machen und hier kurz so, nein, kurz die Pause. So, auf jeden Fall ist es jetzt ein Follower-Modus-Chat. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, da kommen auf jeden Fall. Nee, hast nicht reagiert. Okay. Ja, das. Also bei diesen Dingen ist mein Gedächtnis echt sehr kurzweilig. Wir rennen ja immer noch rum. Ich habe sie vor einer halben Stunde rausgelassen. Nein, Spaß. Genau. So. Warte, ich zeig denen mal, wo das Tor ist. Da. Es ist genau da. Naja, egal. Gut. Los! Ah, das. Das finde ich schon ein schönes Pferd. Aber das ist ein bisschen gemein, weil da vorne ist mein Pferd. Es tut mir leid. Komm her. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Los, her. Bewegung. Los. So. Ich brauche einen Pferdedesigner. Dann haben wir ja jetzt halt das blöde Spam-Problem gelöst. An sich habe ich das ja schon gelöst. Ich hatte ja dich. So. Nee, aber ja, das auf jeden Fall. So. Jetzt haben wir. Genau. Jetzt haben wir das da fertig gemacht. Jetzt haben wir da ein paar
Genau, ein schönes. Ich mach die zwei Dolche. Erstens ist das mehr Damage und zweitens macht es ultra viel Spaß, mit denen zu kämpfen. Oder vielleicht habe ich später auch mehr Spaß an irgendwas anderem. Weiß ich ja noch nicht. So, den Bogen. Ja, für 10 mehr Schaden. Aber hier habe ich halt 5% Kopfschussschaden. Und wir kennen mich, ich mache, wenn ich was mache, dann Kopfschüsse. Also in den Po oder so, da habe ich ja noch nie hin getroffen. Die sehen eigentlich cool aus mit Schuppen. Drei direkt hintereinander. Ja, das habe ich gesehen. Da hast du die zwei unteren erwischt und dann so, oh, es gibt noch einen dritten. Also so kam's rüber. Das war echt krass. Drei hintereinander. Okay, Fernkampf, Widerstand, Kriegerschaden. Was gibt's denn hier? Ja, weil das ist eine coole Sache. Stufe 10 brauche ich dafür. Ja. 29 plus. Warte mal, ich mach mal wieder ein bisschen langsam, leiser. Jägerschaden ist besser. Gegen Jäger und Attentatsschaden. Und da lege ich das da. Das da. Boah. Mein Bauch ist so voll. Auch wenn ich die ganze Zeit total langweilige Sachen esse. Aber genau, so, jetzt nochmal Quest. Die Athena Kriegskasse. Finde und stiehl den Staatsschatz der Athena. Nichts leichter als das. Wow, 1000 Meter. Was gab's denn heute? Nur Brötchen. Ja, heute früh Mittag Brötchen und ich habe ein Weiß, also Kastenweißbrot geholt und jetzt halt Hausbrot. Puh. Und eine Banane. Und heute Mittag auch ein Apfel und boah, das war's. Und warte, ich habe mich vorbereitet. Beziehungsweise das hat der See für mich gemacht. Ein paar Schokoladentafeln. So. Okay, es gab gerade eine Trompete. Mach doch die Augen auf! Mach ich doch. Mach du doch die Augen zu. Idiot. So. Ich war gerade unten und und die haben, also der Robert und der Seth sind gerade da zum so Spieleabend und ich kam halt so runter und es roch halt ziemlich nach Rauch und ich so, hä, wieso riecht's hier nach Rauch? Und der Robert, der hat ja heute Geburtstag und der hat sich jetzt wirklich eine Pfeife gekauft. Wollte er anscheinend schon immer haben und der Seef hat eine Zigarre geraucht und ich so, okay, dieses Bild sieht man auch nicht alle Tage. War auch ein bisschen sonderbar, aber warum nicht? Da gibt es noch ein Ausrufezeichen. Die sollen die Stinkdinger von unserem Haus fernhalten. Ja, zum Glück sind sie draußen geblieben.